Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben es endlich geschafft und sind auch mal im Europapark und besuchen die Neuheit Voltron Nevera, powered by Rimac. Und, was ich auch wichtig zu erwähnen ist, den österreichischen Themenbereich, der wieder eröffnet hat. Wir haben schon hier geschlafen in der Nähe von Russ in Ettenheim, ist ein B&B-Hotel, kann ich nur empfehlen. Ich meine, das ist ein Achterbahn-Thema, also was gibt's Geileres? Eine kleine Info, bevor es jetzt in den Park geht. Ich werde in dem Video ankündigen, wann ich Voltron spoiler und wann ich die Spoiler aus Österreich im Video habe mit so Zeitstempel, die ihr dann irgendwo hier eingetragen seht. Das heißt, ihr könnt die Stelle, die ihr nicht sehen wollt, einfach überspringen. Ansonsten euch alles angucken. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich bin einfach nur noch gehypt. Ich glaube, die Frage erübrigt sich, wo es zuerst hingeht. Deswegen kommt jetzt der erste Voltron-Spam. Ab da könnt ihr wieder einschalten. Boom. So sind sie Alina. Idealer Schuhwamm, Kokasati, Hivaschu. Hi, ich bin Alina und ich zeige euch heute Kroatien. Um genau zu sein, zeige ich euch die neue Achterbahn Voltron Nevera, powered by Rimac. Eine Achterbahn von Max Schweitz, ein Big Dipper, um genau zu sein. Etwas veränderter Big Dipper, als ihr den zum Beispiel aus dem von Lost Gravity oder vom Dynamite aus dem Pretzelpark Klon kennen solltet. Denn die Bahn ist ein bisschen länger und zwar nicht nur der Zug an sich, der jetzt 4 Reihen hat statt 2, sondern auch die Strecke, die so viel Meter lang ist. Ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf. Fakt ist, die Bahn sieht unfassbar gigantisch aus und wir fahren eine Runde mit. Thank you.
Internet! Internet! Nein! Beruhig dich! Ja, wir sind die Fraktion, wir haben uns vorher nichts angeschaut. Wenn ich nichts sage, meine ich, jedes Mal, wenn ich irgendeine Story aus Versehen gesehen habe, war ich so, ach scheiße, ich wollte eigentlich nichts gucken. Ich habe vorher gesehen den Wartebereich, die große Halle, und ich habe gesehen, dass es so auf und ab geht vorm Start, vorm Launch. Ich wusste, dass es einen Aufwärts-Launch gibt, und sonst wusste ich tatsächlich gar nichts. Wo ich eben echt Gänsehaut gehabt habe, in der Q-Line ging auf einmal dieses Musikspiel mit der Elektrizität los. Und das hat mich sowas von gecatcht, das war so unfassbar geil. Dann ging es los, wir haben alle Sachen weggepackt, mit GoPro-Film war gar kein Problem. Ja, wir waren in der zweiten Reihe, wir wollen nachher nochmal gucken, ob wir die erste Reihe können, weil das Ding fahren wir auf jeden Fall nochmal. Zuerst einmal, wie lang ist diese Bahn eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich jemals so lange Bahn gefahren bin. Das hat ja gar kein Ende genommen. Ihr fahrt die, ihr habt diesen Launch. Im ersten Part der Bahn habt ihr sehr, sehr viel Hangtime und ja, ich will erstmal sagen, viel, viel Hangtime. Und dann ist es vorbei und ich denke mir so, gut, das war's jetzt, weil da war halt die Bremse und dann gibt's halt ein Drehportal, ihr dreht euch komplett und ihr habt einen Rückwärtslaunch, der für Backverhältnisse echt gut ist und vorwärts geht's noch weiter. Und im zweiten Part habt ihr super Kurvenwechsel, mega G-Kräfte, sogar auch eine Greyout-Kurve und dazu auch noch super viel Airtime. Also erster Part Hangtime, zweiter Part G-Kräfte und Airtime des Todes. Die Bahn ist richtig geil und super lang. Das ist so geil. Die Q ist passt alles perfekt. Die müssen wir heute noch mal fahren. Ein oder zwei oder drei Mal. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es war einfach nur geil. Wirklich, es war Top 10 auf der Achterbahn auf jeden Fall. Es war richtig gut. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wir begeben uns jetzt Richtung Österreich. Dort hat es ja letztes Jahr leider gebrannt und der Alpenexpress Enzian sowie die Tiroler Wildwasserbahn konnten nicht wieder in Betrieb genommen werden. Das Ganze wurde allerdings neu aufgebaut und wurde auch schon wieder eröffnet. Und das zusammen mit Voltron finde ich schon eine Meisterleistung. So, ich meine, die bauen einen komplett neuen Themenbereich, komplett neue Achterbahn. Sie bauen das Geisterschloss um, bauen noch komplett wieder auf, was leider Feuer gefangen hat. Das ist so unfassbar geil.
Von daher, wer Österreich nicht sehen möchte, der Zeitstempel ist hier. Kurz umentschieden, es geht jetzt doch zuerst zur Tiroler Wildwasserbahn und danach zum Alpenexpress, weil bei der Wasserbahn sind es nur 10 Minuten und beim Alpenexpress sind es gerade 30 Minuten. Quante sono, dicevo? Due? Una! È l'ultima adesso! Ah, è l'ultima! Ma c'è una maschera, ci bagniamo con me? Ci vediamo troppo, per qui! Una cosa o per qui? Se ne è andato tu via al mare, perché continuo a contentare? Oh no! 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 Die Wasserbahn wurde echt aufgewertet. Ihr fahrt super durch eine Felslandschaft durch. Ich muss sagen, ich bin hier auch da vorne nur zweimal gefahren, hab die nicht mehr ganz genau im Kopf. Ihr habt Jomis auf der Strecke. Ich habe jetzt so gesehen nicht so viel gegen Jomis. Sie sind mir eigentlich gleichgültig. Aber die hauen die Boote ran voll. Wir haben jetzt zu sechs in so einem Boot gesessen und es war eng. Also lufttechnisch schwierig. Dafür wurden wir nicht ganz nass. Was diese Wasserbahn hat, ja, ihr könnt nass gespritzt werden während der Fahrt. Bisschen. Der kroatische Themenbereich ist super überarbeitet worden bzw. wieder aufgebaut worden. Ihr habt einen riesigen Adventure Trail, ich glaube Jomis Adventure Trail. Ja, was hast du? Der österreichische Themenbereich ist auf jeden Fall cool geworden für den Wiederaufbau. Ihr habt einen Jomi Adventure Trail, wie gesagt. Der Adventure Trail hat auch Rutschen, ihr könnt da klettern, ihr könnt aber auch da langlaufen. Es gibt allerdings Treppen, also nicht barrierefrei. Daran wird auch gerade noch ein bisschen gearbeitet und ihr könnt halt die Leute von der Wasserbahn aus dem Nass spritzen. Was ziemlich, ziemlich gemein ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, dann die ganz normalen, ja, relativ normalen Zauberwelt der Diamanten-Shop. Den gibt es auch wieder oder immer noch, wie man es jetzt nimmt.
haben sie sehr schön gestaltet. Für uns geht es jetzt wieder zurück nach Kroatien, um da was zu essen, nämlich typisch kroatisch Cevapcici. Cevapcici waren zwar gut, aber nicht die besten, die ich jemals gegessen habe. Und für 8,90 auch ziemlich teuer, finde ich, für die Portion, die man bekommen hat. Es war nämlich schon recht wenig. Aber es war zumindest ganzes Lammfleisch, von daher eine höhere Qualität. Wir besuchen jetzt Abenteuer Atlantis. Das Ganze ist ein kleiner Shooter. Und danach geht es weiter zum Voletarium. Da stehen wir aktuell mit der Virtual Line an. Bin ich fies? Ob ich fies bin? Ja, klar. Wer sonst? Hey! Gründe, warum Oma das nicht fahren kann. Nummer eins, es dreht sich. Es gibt genau zwei Arten von Shootern. Die Art Shooter, in der ich grottenschlecht bin, Abenteuer Atlantis, und die Art von Shootern, in der ich sehr gut bin, Ninjago the Ride oder Maus und Schokolade, weil da gewinne ich immer und Patrick gewinnt immer in sowas wie Abenteuer Atlantis. Das kriege ich einfach nicht hin. Jetzt haben wir, wie gesagt, einen Virtual Line Ticket für Voletarium. Ich muss sagen, dafür, dass heute ein Montag ist, außerhalb der Ferien und Feiertage, ist der Park gut besucht. Es ist schon voll. Voletarium ist das Flying Theater und die einzige Attraktion im Park, wo ihr nicht drin filmen dürft, weil die Aufnahmen einfach geschützt bleiben sollen. Kann ich euch nur empfehlen, es ist einfach genial, es ist richtig geil. Hatte jetzt auch nur 5 Minuten Wartezeit, ist ganz am Anfang vom Park. Das heißt, am besten im Laufe des Tages machen und nicht direkt zum Beginn, weil es dann relativ voll wird. Wir machen jetzt so eine Runde um den Park, beginnen mit Eurosat Hongkong Coaster und arbeiten uns dann mit Euromir nochmal Voltron so zurück einmal im Park, wie gesagt, und gucken dann, wo wir am Ende stehen, wenn es heute Abend dann nach Hause geht. Seit diesem Jahr gibt es übrigens eine neue Cost-Ality-Version von Eurosat, nämlich Phantom der Oper. Ob jetzt die neue oder die alte Eurosat besser ist, weiß ich nicht. Ich bin die alte leider nie gefahren. Die neue gefällt mir aber ziemlich gut. Haben jetzt lange gewartet, bevor es jetzt zu Euromir geht. Euromir sagen ja auch viele Klapperkiste. Rappelkiste, nicht Klapperkiste. Finde ich persönlich nicht. Ich mag die Bahn ziemlich gerne. Und gerade wenn ihr beim zweiten Part rückwärts fahrt, habt ihr so ein richtig geiles Rückwärtsfahrgefühl. Das hab ich gern. Ich schwöre. Thank you.
eigentlich? Ich hasse dich. Oh, da fährt Voltron. Marie Schuhe, rette für alle Marsch. Allez le bleu, allez. Vielleicht. Jetzt. Ja, wir fahren vorwärts, wir fahren vorwärts, wir fahren vorwärts. Ja. Riecht nach Nudeln. Boah. Ich glaube, so weit bin ich auch noch nicht hier. So erste Reihe drin. Oh. Ach so, scheiße. Okay, erste Reihe vorne. Schlägt vielleicht ein bisschen. Naja, egal. Wir fahren jetzt noch eine Runde Voltron. Die Wartezeit beträgt momentan 45 Minuten. Voll in Ordnung. Jetzt bei der zweiten Fahrt sind wir ganz hinten gewesen. Immer noch richtig geil, das Ding. Aber es ist für ein Mac-Produkt schon ziemlich rappelig. Ich würde jetzt persönlich nicht behaupten, dass es schlägt, weil ich das einfach eine sehr große Spanne habe. Aber letzte Reihe außen ist schon rappelig. Wir haben gerade noch eine Virtual-Line bekommen für Voltron. Für zwischen 18.10 und 18.20. Von daher, wir fahren noch einen Ritt und machen hoffentlich erste Reihe dann. Es gab eine Runde Donuts, auf die ich keinen Hunger mehr hatte. Deswegen ist er die jetzt weiter. Und dann geht es zu unserem Fairwood Dark Ride, Piraten in Batavia. Auch hier bin ich die alte Version nie gefahren. Wobei, bin ich gar nicht mal so traurig drum. Die neue ist nämlich unfassbar geil. Normalerweise glaube ich eigentlich an solche Seemannsgaben. Ein Bartholomäus von Hobbelhorn lässt sich nicht zum Narren halten.
das ist einer, wenn nicht sogar der schönste Dark Ride, den ich bisher gefahren bin. Jedes Mal die Gerüche und das ganze Feeling, es crasht ein, man erfährt immer neue Dinge, man sieht immer was Neues, es ist unfassbar schön, kann ich nicht mehr zu sagen, ich lieb's wirklich. Unser Weg hat uns nun endlich zum Alpenexpress wieder geführt. Die Kapazität ist irgendwie nicht so geil, die fahren mit einem Zug, haben ja auch nur einen Zug, glaube ich, soweit ich weiß zumindest. Und die Abfertigung dauert Ewigkeiten, was ich von außen gesehen habe. Ich habe keine Ahnung wieso, vermutlich wegen Costality. Wir werden 10, 20 Minuten angeschlagen. Hier bin ich jetzt einfach an dem Punkt angelangt, an dem ich keinen Bock mehr auf diesen Mist habe. Ich filme meine On-Rides mit einer GoPro, um genau zu sein, mit einer GoPro 11, also neueres Modell. Und ich habe ständig Probleme mit GoPro. In dem Fall hier hat die Aufnahme einfach keinen Ton. Und das liegt nicht an meinem Endgerät, womit ich schneide oder mit dem Programm oder mit sonstigem, denn auch ein paar Aufnahmen danach haben keinen Ton. Die letzten Aufnahmen haben aber wieder Ton und die Aufnahmen davor haben auch Ton. Warum ich das so ankotze und ich nicht einfach eine neue Aufnahme machen kann? Der Park ist zum einen sehr weit weg von mir und zum anderen seht ihr es jetzt gleich. Wir sind eine Fahrt schon gefahren. Jetzt geht es in die zweite Runde, die Bahn fährt nämlich zwei Runden und die Bahn wird irgendwie so ein bisschen langsamer. Ich dachte mir, gut, so früh fängt die Bahn schon an zu bremsen, komisch, ist ja ein Powercoaster. Ja, und jetzt geht es zurück. Ich habe mich unfassbar gefreut, auch wenn ich denke, dass sich manche wirklich in die Hose geschissen haben, auf Deutsch gesagt. Das war mein allererster Rollback. Ich habe mich so unfassbar gefreut. Ich meine, gut, es ist jetzt nur ein Powercoaster, in Anführungszeichen. Also nicht weiter schlimm. Aber diese Gelegenheit einfach mal selbst zu erleben, es ist einfach eine richtig, richtig geile Sache. Ich habe mich sehr gefreut und jetzt gleich hat zum Glück mein Freund noch was mit der normalen Kamera, also mit der Sony, gefilmt, was ich auch gleich einschneide. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen vor und zurück gerollt, ein bisschen ausgependelt mehr oder weniger und dann am Ende dieser Helix stehen geblieben. Ich lieb's. Ja. Evakuierung! Nein, Breakdown! Ja! Schauen wir mal hier. Was wird? Nach so circa 5 Minuten ging es weiter. Die Mitarbeiter haben uns auch Zeichen gegeben, dass wir keine Panik haben sollen und dass alles gut sei. Ja, die Bahn hat dann ganz normal wieder Fahrt aufgenommen, jetzt aber nicht so schnell wie davor und ist dann, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Sicherheitsbetrieb ist oder so. Jedenfalls ist sie dann wieder zum Bahnhof gefahren, hat auch nochmal Fotos gemacht. Wir durften allerdings nicht aussteigen, sondern die Bahn ist ganz behutsam und langsam in den Bahnhof eingefahren. Dann hieß es, dass wir alle sitzen bleiben sollen. Die Bügel gingen kurz auf, wir sollten die aber unten lassen. Dann blieben die Bügel auch unten und dann gab es scheinbar noch irgendwie ein Problem. Ich vermute mit der Freigabe der Bügel, denn der Operator hatte Probleme, die Bahn loszuschicken. Und zum Schluss, wir haben nochmal so 7 Minuten ungefähr gewartet, gingen nochmal alle Bügel auf und dann nochmal alle Bügel zu. Und dann ging es auch endlich los zu den richtigen zwei Fahrten, die ich euch jetzt aber nicht mehr reinschneide, weil ihr habt die Strecke ja gesehen. Wir hatten unseren ersten Rollback. Ich meine, gut, es war Alpenexpress Enzian. Erste Runde ganz normal gefahren, zweite Runde nach der, ist das eine Helix, ich glaube, vor dieser Geraden abgebremst. Ich dachte mir, ist die Fahrt schon zu Ende oder wie? Auf einmal geht es rückwärts zurück und oh, das war so cool. Ich habe mich so gefreut, alle nur so. Und ich habe mich einfach nur noch gefreut. Ja, da hat man auch erstmal gemerkt, wie viel Gehkräfte eigentlich ausmachen, weil ihr in dieser Kurve gestanden, also wir jetzt in dieser Kurve gestanden haben. Und ja, durch die Fahrt ja nicht mehr in den Sitz gehalten werden, sondern halt so in die Seite gelegt wurden, war nicht ganz so angenehm. Danach gab es ja noch irgendwelche Bügelprobleme mit der Freigabe, scheint zumindest so. Und dann durften wir nochmal fahren, also sind wir jetzt 4 Runden gefahren, inklusive einem Rollback. Ich bin so happy, es ist so geil. Thank you.
Ein weiterer knuffiger, geiler Darkfight ist Snorri-Turn. Ist irgendwann einfach aus dem Nichts entstanden. Auf einmal hat er ja geöffnet. Ja, ich habe mich da mega mal erschrocken, weil ich habe da reingepackt in das Loch. Und ja, mein Freund hatte dann ein bisschen mich geärgert, sagen wir es so. Wasserachterbahn Poseidon und der Youngster Coaster Pegasus von Mack. Müsste Mack sein, ich glaube. Ironischerweise passiert mir das immer genau bei solchen Attraktionen, die für mich wichtig sind zu filmen, denn weder vom Alpenexpress noch vom Pegasus habe ich bisher einen Onride gehabt. Ich meine, gut, einen Rollback kann man sowieso nicht vorher irgendwie gefilmt haben, also die Situation, weil es halt eine individuelle Situation ist. Zu der Bahn Pegasus. Ich bin die Bahn jetzt erst zum dritten Mal gefahren und ich bin erstaunt, wie lang die doch ist und wie schnell die doch ist und was sie für einen Spaß macht. Das kennt man normalerweise nicht von Kiddie Coaster. Man merkt, dass es hier auf jeden Fall ein größerer Family Coaster ist und kein Kiddie Coaster. Naja, egal. Was muss, das muss. Eine nasse Brille. Das ist ein cooles Versprechen. Ja, die Abfahrt war nicht so schlimm wie die andere. Ich bin nass halt bei der anderen. Guck mal mein Knie an. Manche hatten mehr, manche hatten weniger Glück. Ich meine, gut, meine Hose ist soweit eigentlich nass. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wahrscheinlich eher weniger. Aber so ein Brustgurt hilft euch, damit ihr nicht so nass werdet. Der andere Herr hat es leider nicht so gut erwischt. Wir haben jetzt 17 Uhr, wir schauen uns einmal durch die Shops, weil wir haben beide tatsächlich relativ wenig Merch, bis gar keinen vom Europapark. Ob wir da irgendwas in einer vernünftigen Preiskategorie finden. Und dann haben wir auch schon um 18.10 Uhr unsere Virtual Line für die letzte Fahrt des Tages wahrscheinlich auf Voltron. Nein. Ich habe gleich einen Hörsturz. Echt? Ja. Aber weiter. Thank you.
sind wir jetzt noch spontan in schon einen Knopf eingestiegen, weil ich davon noch keine Ahnung mehr hatte. Warum wir es tatsächlich fahren, obwohl es eine wirklich Mini-Mini-Attraktion für die ganz Kleinen ist. Es gibt jemanden auf unserer Reise, unserer Begleitung, der gerne alles Mögliche, was Lärm macht, macht, vor allem wenn es um Glocken geht. Ich kann euch mal ein Video in die Beschreibung packen von einem On-Ride aus dem Wild- und Freizeitpark Willingen. War toll. Es ist super. Kleine Korrektur zu vorhin. Das Ganze ist nicht, wie erst angenommen, ein Big Dipper, sondern ein sogenannter Striker Coaster von Mack Rides. Und ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, es war übrigens mal eine 300. Achterbahn. Ja, starke Leistung. Auf geht's in unsere letzte Voltron-Fahrt und auch die letzte Fahrt des Tages tatsächlich. War ein krasser Tag. Darum bin ich ja hier. Mega vielen lieben Dank für die Mitarbeiter, für diesen Quatsch. Der Europapark und seine Mitarbeiter sind Weltklasse. Die haben sich jetzt ein bisschen hier Quatsch gemacht, dass der eine Mitarbeiter wohl nicht in meine Kamera dürfte, weil die Kamera sonst zerspringen würde. Ich habe mich kaputt gelacht, leider halt auch hier ohne Ton. Vielen lieben Dank an die netten Mitarbeiter und ja, jetzt in Folge noch ein First Row On-Ride. Vielen Dank an den lieben Aaron. Ich habe den Insta-Account hier oben eingeblendet für euch. Also kein Front-On-Ride für euch. Ist halt so, ich kann es nicht ändern. Aber ich muss sagen, außen schlägt die Bahn doch ganz schön. Innen überhaupt nicht. Innen ist die Bahn richtig geil. Rappel vielleicht ein kleines bisschen, aber ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Es ist wahrscheinlich, stand jetzt meine Top-Run-Coaster. Also es ist einfach geil gewesen. Wir haben noch eine Abschlussfahrt jetzt gemacht auf Voletarium und haben 7 Uhr, das heißt der Park hat eine halbe Stunde schon geschlossen. Konnten noch fahren. Riesen Dank dafür. Dann auch der letzte Fahrt des Tages. Der Tag war einfach unfassbar geil. Der 300. Achterbahn, Voltron, Kroatien,
Österreich einen Rollback gehabt auf einer Achterbahn. Ein T-Shirt haben wir uns noch eben geholt und das ist alles, das Hotel war auch richtig, richtig gut, kann ich nur empfehlen. Einfach ein, naja, fast perfekter Tag, es sollte eigentlich regnen, es war komplett trocken und richtig schön warm, es war T-Shirt-Wetter, Essen war geil und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal und diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns an einem anderen Video wieder. Bis dann!